auf die andere Seite. Ja, ich fahre jetzt mit euch mal hier so ein bisschen rüber, um das mal mehr einzufangen. Das ist nur... Ja, hier ist nämlich gerade noch eine weitere Aktion. Ich habe hier auch jemanden von den Aktivisten, der da euch ein bisschen zu erzählen kann. Ne? Worum geht's dabei? Ja, heute ist ja der Tag der Menschenrechte. Und uns ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch wenn die UN die Menschenrechte erklärt hat und ausgerufen hat, ja ein Großteil der Regierungen, die in der UN vertreten sind, bis heute die Menschenrechte mit Füßen tritt. Sei es, dass Gefangenenrechte nicht gewährt werden, dass es keine fairen Prozesse gibt, dass die Todesstrafe angewandt wird. Nicht wenige Mitgliedstaaten der UN tun das bis heute, allen voran, oder nicht allen voran, aber einer, der das immer unter den Top 5 der Henkernationen ist, ist die USA. Wir unterstützen seit Jahren Gefangene in den USA, nicht nur Mumia Abu-Jamal, der hier auf dem Transparent zu sehen ist, sondern auch viele andere. Wir wissen, dass die Todesstrafe eigentlich der extremste Ausdruck der Herrschaftsdurchsetzung ist, egal in welchem Land, wo sie angewandt wird. Das ist in Saudi-Arabien nicht anders als in den USA oder in China, dem Iran, dem Irak, Afghanistan, Nigeria oder wo sonst überall Gefangene von Regierungen ermordet werden. Und wir wissen, dass ganz viele Staaten sich hinter den USA verstecken, weil sie sagen, eine demokratisch oder vermeintlich demokratisch legitimierte Methode kann ja nicht gegen die Menschenrechte verstoßen. Wir denken, dass an der Todesstrafe es am deutlichsten wird, wie stark das gegen Menschenrechte verstößt. Es gibt natürlich viele andere Beispiele. In den USA wäre da zuerst die Masseninhaftierung zu nennen, dass da inzwischen 2,5 Millionen Menschen im Knast sitzen, Zwangsarbeit leisten in der Gefängnisindustrie, Sachen, die ja jetzt langsam hier in Europa auch aufgebaut werden. England ist da schon sehr weit fortgeschritten, auch Deutschland versuchen inzwischen Konzerne Zugriff auf unbezahlte Arbeit zu bekommen. Es gibt erste private Knäste, wie zum Beispiel in Burg in Sachsen-Anhalt. Das ist das sogenannte Public-Private Partnership, ja? Genau. Ja, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen basiert das eigentlich darauf, öffentliche Aufgaben zu privatisieren. Die Gewinne werden von Konzernen mitgenommen, die Unterhaltskosten werden den Kommunen überlassen. Ja. Und bei Gefängnissen ist halt, das hat sich am Beispiel der USA in den letzten 30 Jahren einfach eindeutig gezeigt, ist halt zu sehen, dass das wirklich zu einer Masseninhaftierung führt, weil diese Konzerne natürlich auch ein Interesse daran haben, immer mehr und mehr Menschen einzusperren und dann auf die Strafdiskurse einwirken, Politiker mit Lobbyismus überziehen, um eben härtere Gesetze zu erlassen und dergleichen mehr. Das alles kann man in den USA ganz deutlich sehen. Und das sieht man jetzt auch in anderen Ländern, allen voran Australien und England, wo das schon sehr weit fortgeschritten ist und seit einigen Jahren lässt das auch in der Bundesrepublik zu beobachten. Es gibt mehrere Privatknäste in Offenburg, in Baden-Württemberg, in Burg, das ist in Sachsen-Anhalt und einige weitere mehr. Ja, ich danke erstmal. War ja ganz viel Info hier. Habt ihr eine Webseite, wo die Leute das irgendwie noch nachlesen können, weil das ist ja immer ganz schnell weg dann so? Ja, unserer Netzwerk, was in Deutschland zu diesen Themen arbeitet. Die Webseite heißt freiheit-für-mumia.de. Es gibt natürlich noch viele weitere Webseiten, aber da gibt es zum Beispiel auch Texte zu den Themen, die ich eben erwähnt habe. Und ja, eigentlich ist unsere Kernmessage an einem Tag wie heute, dem 10. Dezember, Menschenrechte werden nicht von oben gewährt, die werden immer, wurden und werden immer von unten erkämpft. Okay, vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao.